Moin, liebe Lüt. Ich reagiere ja auch mal auf eure Kommentare. Also ich habe jetzt ein paar Kommentare bekommen. Bei den Messerundgängen habe ich so von Mercedes-basierten 4x4s berichtet. Den Weinsberg habe ich abgefilmt, auch auf Mercedes-Sprinter-Basis. Zeig doch mal ein 4x4-Fahrzeug auf Basis Ford. Und da sind wir hier jetzt richtig bei Kanon-Mobil. Da habe ich jetzt nämlich zwei Modelle mal zur Auswahl. Einmal da hinten eher so die seriennahe Fassung, die 4x4 hat, die also was kann, es aber nicht so zeigt, so ein bisschen undercover. Und hier, wo ich gerade vorstehe, das ist dann auch eher so die Kategorie, die zeigt auch, was sie hat. Und da lasst euch mal überraschen, wie da jetzt die Ausstattungsvariante beim Ford Transit ist, wie da die Preiskategorie dann auch ist. Was er kann, zeigt er auch gleich mit der Bereifung BF Goodrich All Terrain. Auch das Gesicht mit dem Bullfänger. Die sind natürlich heute anders als früher. Die haben ihre Sollbruchstellen, sonst dürften die gar nicht montiert sein. Aber auch eine Lichtleiste da vorne drin, das sieht schon auch beeindruckend aus, auch von vorne. Gehen wir mal direkt in die Seitenlinie, Seitenansicht. Da seht ihr auch die Federung. Hat sich da ordentlich rausgehoben. Da ist also auch ein bisschen Bodenfreiheit dabei entstanden. Diesen Dexter haben wir hier auf der Messe sogar in zwei Versionen, in 560 und 570. Der Unterschied, diese 10 cm ist Längsbetten oder Querbetten. Zuerst schauen wir uns jetzt hier den 570 an. Da sind also Längsbetten drin. Dann nehme ich sie doch gerne mit rein hier. So, jetzt sind wir drin im Dexter. Ich gehe mal gleich ganz ans Heck, weil das Bett ist netterweise hochgeklappt. Aber hier seht ihr schon Einzelbetten. Und das ist auch so was Typisches, das habe ich schon öfter im Ford gesehen, dass dann so ein Klappsystem hier mit Federdruckdämpfern ist. Man hat unheimlich viel Staufläche unterm Bett, die ganz leicht erreichbar ist. Ich klappe einmal das Bett runter, dann kann ich liegen. Ich klappe es einmal hoch, ich komme an alles ran. Darunter haben wir Frischwassertank. Für Wartung immer ganz wichtig, dass man da auch mal rankommt. Hier liegt eine Leiste davor, dass ihr dann auch mal zum Reinigen dann an die Öffnung rankommt. Hier in der Mitte, das ist genau das Teil, das hier jetzt rausgenommen ist, damit man in der Messe durchgehen kann, ist dann nochmal zusätzlich als Verstärkung dieses Teil eigentlich vorgesehen, dass das damit reingelegt wird, um dann auch die Betten darauf abzulasten. Ich nehme es jetzt aber wieder weg und lege es wieder rein. Auf dieser Seite gucken wir dann auch in ein Staufach, das auch mit Bett unten dann von der Seite hier zugänglich ist. Da kommen wir an die Technik, an die Elektrik ran. Das ist so eine richtige Zentrale und das finde ich toll. Hier haben wir ein paar, man hat das früher NATO-Schlüssel genannt, echte Trenner, Trennschalter, mit denen man dann das System auch dann stromlos schalten kann, wenn das Fahrzeug mal eine längere Pause hat. Hier kommt man dann alles gut und zentral ran. Auch von da aus nochmal eine Zugangsmöglichkeit. Darunter ist noch eine Serviceklappe, da sehen wir dann auch die Batterie. Sehe ich auch, was das für eine Batterie ist. 120 Amperestunden. Aber was bist du? Lithium oder? Ich glaube, das ist eine Lithium. Ich sehe nämlich einen Ausschalter. Ja, das ist eine Lithium-Batterie hier drin. Das muss ich mir gleich mal auf der Ausstattungsliste angucken, weil ich schimpfe ja schon immer mit den Herstellern, dass die immer noch in alle möglichen Fahrzeuge AGM-Batterien einbauen. Gleichzeitig aber Kompressorkühlschränke einbauen, wo dann zum Teil die Kapazität nicht mal für einen Tag reicht, den Kühlschrank zu betreiben. Mit einer Lithium-Batterie sieht das gleich ganz anders aus. Da könnt ihr mehr entnehmen. Da sind 120 Amperestunden dann auch wirklich fast vollständig entnehmbar. Bei einer AGM-Batterie geht nur die Hälfte davon wirklich zu entnehmen. Danach fängt ihr an, die Batterie zu schädigen. Das ist alleine schon ein Riesenunterschied. Und jetzt haben wir hier einen Oberschrank. Viel Platz. Wie gefällt es Ihnen? Ich finde das Auto fantastisch. Ja. Also ich muss auch sagen, also wenn ich ein 4x4 haben wollte, ich bin mit dem schwarzen Schaf immer noch glücklich. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich fahre mein schwarzes Schaf lieben gerne weiter. Aber wenn ich ein 4x4 haben wollte, der hat ja auch noch jetzt hier, wir haben ja eben die Außenrunde gemacht, ein freundliches Schwarz, ein lebensbejahendes Schwarz als Grundfarbe, finde ich toll. Der wär's. Den würde ich, also ich habe mich ein bisschen verliebt, muss ich sagen.
So, hier haben wir dann noch mal einen Kleiderschrank. Stehhöhe gefällt mir sowieso immer mit 1,90 im Ford. Da habe ich einfach hier weniger Probleme. Und ich schimpf ja, wer meine Videos vom letzten Jahr kennt, ich schimpf ja sonst immer mit den Anbietern, dass das kein vernünftiges Spülbecken ist. Da sind dann so Mini-Becken, wie will man da eine Pfanne rein? Hier haben wir wirklich Tiefe, hier haben wir was auch in der Größe, dass man auch wirklich was abspülen kann. Zwei Flammen Gasherd, die gesamte Fläche ist hier jetzt quasi so mit so einer Glasoberfläche leicht abwischbar. Jetzt natürlich in der Messe, vielleicht seht ihr das, fingerabdrucklastig. Ich versuche das mal ein bisschen mit verschiedenen Winkeln mal reinzukriegen. Vielleicht seht ihr so ein bisschen die Fingerabdrücke. Das liegt aber daran, dass wir hier auf der Messe sind. 1000 Leute gehen hier rein und raus. Das ist ganz normal. Auszüge, Softclos 1A. Und da haben wir dann die Nasszelle. Das find ich wirklich toll. Weshalb finde ich das toll? Weil die sich wirklich die Mühe machen, eine vernünftige Duschtrennwand davor zu packen. Alles, was wir jetzt hier sehen, wir verschließen die Dusche mit einer Jalousie, mit einer Rollladentür. Alles, was wir hier jetzt sehen, kann wirklich nass werden und darf nass werden. Ich habe aber nicht danach noch, dass ich nach dem Duschen erstmal hier die Toilette wieder trocken wischen muss, weil ich die eben beim Duschen unter Wasser gesetzt habe. Hat auch eine vernünftige Größe. Und dann schauen wir uns noch mal kurz hier den Arbeitsplatz als Fahrer dann an. Das finde ich ja auch wirklich, das kann sich bei Ford absolut sehen lassen. Hier vorne haben wir noch einen kleinen Zusatztisch. Den wird man hier irgendwo einhängen können, dass man hier vorne dann auch noch mal so einen kleinen Arbeitsplatz sich machen kann und von hier aus zum Beispiel dann arbeiten. So, jetzt haben wir also wirklich eine schöne Runde durch das Fahrzeug gemacht, aber ihr wisst noch nicht, was es kostet. Habt bitte noch mal die Videos im Hinterkopf. Ich habe auf dem Messerundgang den Clever und den Pössl auf Mercedes Sprinter 4x4 euch vorgestellt, im Schnelldurchgang. Habe euch dort auch die Preisschilder gezeigt. Da waren wir so bei 105.000, 104.000 Euro. Hier haben wir jetzt ein Dexter 4x4 in der langen Fassung 570 als Lenkschläfer, 130 PS, okay. Am Motor könnte man noch was konfigurieren, dass man vielleicht die größere Maschine nimmt. Aber 130 PS ist jetzt auch schon, man kommt damit vom Fleck. 3,5 Tonnen, Leergewicht sind knapp 3 Tonnen, variiert ein bisschen zwischen 2,9 und 3,2. Da seht ihr auch schon, da müsst ihr wirklich aufpassen, wie ihr euer Fahrzeug zusammen konfiguriert, dass ihr dann auch noch genug Zuladung habt. Das ist das Problem von allen 3,5 Tonnen Fahrzeugen. Basispreis 62,9 und jetzt haben wir hier die entsprechenden Aufpreispakete. Offroad-Paket 4.100, 170 PS als Aufpreis 1.690. Also das Fahrzeug, wie es hier steht, hat dann eher schon den 170 PS Motor. Die Lackierung in dem schönen Iron Grey, die Markise mit 1400 Euro, eine Heizung mit E-Kombi, dass man also auch dann über Landstrom heizen kann, Laserlamps, Frontschutzbügel. Ihr habt einen Endpreis von 92.510 Euro und ihr kriegt jetzt einen Nachlass, das OAM-Paket, 14.000 Euro Nachlass, Endpreis 78,5. Für das Fahrzeug, so wie ihr es hier stehen seht, das ist eine echte Ansage. Das sind nicht ganz 30.000 Euro weniger für ein allradfähiges Fahrzeug, als wenn man jetzt das Ganze auf Mercedes-Sprinter-Basis macht. Mit zum Beispiel der Variante, wie ich sie euch im Messerundgang gezeigt habe, bei Pössl oder bei Clever. Was ist jetzt hier dieses Dexter ORM-Paket? So, und dann haben wir dieses OMR-Paket, das ist hier jetzt falsch geschrieben gewesen, Nachlass ORM-Paket, die meinten das OMR-Paket, Offroad-Umrüstung für den Dexter. Da haben wir also eine Höherlegung, da haben wir die Umbereifung auf die All-Terrains, da haben wir die Lackierung der Felgen in schwarz-matt. Wir haben hier also Originalfelgen verwendet, die aber umlackiert worden sind. Das spart natürlich auch Geld, solche Lösungen. Ne? Die Differentialsperre wird an der Hinterachse dann nachgerüstet, separat zuschaltbar. Es wird ein Unterfahrschutz für Motor- und Ladeluftkühler verbaut. Ein Ersatzradadapterhalter mit einem All-Terrain-Reifen wird ausgestattet. Alles das mit TÜV und Montage und drum und dran.
eigentlichen Wert UVP 15.990 Euro gibt es hier als Preisvorteil. Das wird nicht draufgeschlagen, nein, das wird abgezogen von dem, was wir jetzt hier eben gesehen haben. Für mich ein irrer Endpreis für so ein Fahrzeug. Und jetzt haben wir ja noch den, der so ein bisschen im Stealth-Modus unterwegs ist, der auch 4x4 kann, aber das nicht so ganz massiv zeigt. Er deutet es an, hier steht es schön 4x4, aber ansonsten ist er nicht höher gelegt, ist ein bisschen undercover, kann aber auch schon einiges. Denn wir müssen uns auch mal klar machen, die meisten von diesen Fahrzeugen werden schweres Gelände ohnehin nie sehen. Bei dem Radstand wäre bereits eine kleine Bodenkuppe Gefahr, dass man in der Mitte aufsetzt. Also schweres Gelände werden diese Fahrzeuge nie sehen. Es geht darum, ein bisschen dann auch mal off the beaten track fahren zu können, ohne sich gleich festzufahren. Auch hier haben wir die Fingerabdrücke. Das ist einfach, hier sind schon ein paar tausend Leute wahrscheinlich durchgegangen. Wir haben das ganz ähnlich vom Aussehen hier wie im anderen Fahrzeug. Etwas andere Grundrisse. Die Nett hier vorne, das Badezimmer ist einmal umgedreht, das WC zu der Seite. Wir haben aber weiterhin die Duschtrennwand, so wie wir das gewohnt sind. Wir haben hier ein Klappwaschbecken. Finde ich schön gemacht. Also das gefällt mir wirklich mal als Klappwaschbecken. Hier haben wir es jetzt mit einem Querschläfer zu tun. Guck gleich mal von draußen, ob da eine Verbreiterung verbaut ist. Und hier ist das mit dem Bett etwas anders als in dem eben gezeigten Modell. Hier kann ich dann in der Mitte nur dieses Teil dann hochklappen. Das geht aber auch sehr schnell und sehr einfach. Ich hinterlasse die Fahrzeuge immer so, dass die gleich wieder vorführbereit sind. Der Arbeitsplatz für den Fahrer ist wieder derselbe. Jetzt haben wir dieses Fahrzeug hier, Dexter 4x4 560 AW. Da haben wir ja gleichzeitig jetzt auch die kurze Länge. Das ist also der Unterschied auch zum 570er Querschläfer. Und da liegen wir jetzt bei einem Basispreis von 62.000 Euro, knapp 63. Paket Allroad ist auch hier wieder 4.110 Euro. Die 3 Jahre Anschlussgarantie wird euch hier dann auch nochmal mit 2.000 Euro hochgerechnet. Ausgestelltes Fahrzeug hätte also eigentlich einen Wert von 71.190 Euro. Die Garantie, die 3 Jahre Anschlussgarantie wird euch geschenkt. Das hieße dann ja 2 Jahre Basisgarantie, 3 Jahre Anschlussgarantie sind 5 Jahre. Messenachlass gibt es dann auch nochmal oben drauf, sind nochmal 7.000 Euro Nachlass. Endpreis für dieses Fahrzeug 4x4 auf Hot Transit 62.190 Euro. Wir haben hier eine zweigeteilte Ladefläche, auch nicht doof, dass man das gleich ein bisschen besser organisieren kann. Es lässt sich anheben, lässt sich auch herausnehmen. Wir haben ein Gasfach, 2x11 Kilo sollten da reingehen. Jetzt müssen wir ja noch mal gucken, was ist mit der Verbreiterung. Nein, der kommt ohne Verbreiterung her. Da wäre jetzt noch mal interessant, das bringe ich mal in Erfahrung, Schlafbreite. Wenn der ohne Verbreiterung kommt, kann das ein Problem sein. Es kommt darauf an, wie hoch am Fahrzeug die Matratze ist. Die Frage war zu klären, Querschläfer im 560er. Keine Verbreiterung, wie breit ist jetzt wirklich das Bett? Wir haben eine Breite von 1,40 und eine Länge im Querschläfer von 1,90, 1,92. Also ich komme dann noch gerade ebenso mit längs, das würde funktionieren. Da ist natürlich der Längsschläfer im 570er schöner. Wir haben ihn als Dexter 560 mit den Querbetten, wir haben ihn als Dexter 570 mit den Einzelbetten, so wie ihr das eben gesehen habt. Das Fahrzeug ist immer noch nur 6 Meter lang, 5,98 Meter. Also ich habe eben gerade schon mal so gesagt, wenn ich nicht mein schwarzes Schaf schon hätte und ein 4x4-Fahrzeug haben wollte, das wäre mein Fahrzeug. Ich finde auch mal, es ist eine pfiffige Idee, einfach mal die Originalfelgen zu nehmen und schwarz-matt zu lackieren. Das sind Stahlfelgen. Das ist ein Transporterfahrzeug als Basis. Weshalb muss das eine Alufelge haben? Das ist ein anständiger Look.
Ihr habt anständige All-Terrain-Reifen, wenn ihr das dann unbedingt an eurem Fahrzeug dran haben wollt. Warum nicht einfach mal mit so einer Lösung arbeiten und so einen Preis raushauen? Denn das habe ich hier eben schon mal gesagt. Die hauen hier bei Karmann Mobil wirklich mit diesem Angebot wirklich einen raus. Und sowas sage ich selten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Abo kostet nichts, tut nicht weh, hilft meinem Kanal wahnsinnig. Und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und außerdem freue ich mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.